Erschrocken schreit Frau Schulze auf. Da ist sie nun jeden Tag hinuntergelaufen zu dem nahen Lebensmittelgeschäft. Die Leute haben dort so eine praktische Methode, man braucht nicht gleich zu bezahlen, alles wird angeschrieben. So kam es, dass Frau Schulz gar keinen Überblick mehr hatte, wie hoch sich ihre Rechnung belief. Ja, die ganze Sache war sehr verlockend. Man konnte seinen Geldbeutel zu Hause lassen. Das Einkaufen war so leicht. Ja, man vergaß schließlich ganz zu fragen, was die Dinge überhaupt kosteten. Wenn Frau Schulz irgendetwas sah, was ihr gerade gefiel, dann nahm sie es mit. Es wird ja alles angeschrieben. Und der Zahltag war in weiter Ferne. Aber nun hielt Frau Schulz die Aufstellung in der Hand. Ihre erste Reaktion war: Unmöglich! Habe ich so viele Schulden? Da muss ein Versehen vorliegen. Und empört rannte sie zu dem Kaufmann. Was fällt Ihnen ein, mir eine solche Rechnung aufzustellen? Der aber blieb ganz gelassen. Punkt für Punkt zeigte er auf, dass alles stimmte. Wie soll ich das nur bezahlen, jammerte Frau Schulz. Ist das nicht ein Bild dafür, wie wir vor Gott stehen? Ja, wenn wir für jede Sünde gleich bezahlen müssten, dann würden wir erschrecken und anfangen, Gottes Gebote ernst zu nehmen. Aber das ist das Seltsame. Gott kann warten und schweigen. Und so sündigen wir darauf los. Und weil Gott schweigt und wartet, denken wir, es sei ja alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Aber die Bibel sagt uns, es ist alles angeschrieben. Und es kommt einmal an den Tag, da wird uns die Rechnung vorgelegt. Und dann haben wir auch nichts in der Hand, um es zu bezahlen. Wie wollen wir denn eine einzige Sünde gut machen? Die Lüge, die ausgesprochen ist, kursiert und zerstört. Der Mord. Der Mann steht nicht wieder auf, er ist tot. Die üblen Gedanken. Wenn sie kursieren, sind sie unterwegs. Kürzlich sagte einmal ein Mann: Ich rede immer von Sünde. Oder Sie reden immer von Sünde. Machen Sie es sich doch einmal klar, dass der moderne Mensch nicht mehr weiß, was das ist. Ich konnte ihm nur antworten, wenn Ihnen die Rechnung über Ihr Leben vorgelegt wird, dann werden Sie es wissen. Aber ich fürchte, dann wird es zu spät sein, denn irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Denken wir doch einmal an Frau Schulz. Eigentlich brauchte sie ja gar nicht so aufgeregt zu tun. Sie hat doch die ganze Zeit gewusst, wie es kommen würde. Ganz tief im Herzen hatte sie es gewusst, nur hatte sie dieses Wissen verdrängt.
Und genau so verdrängt der Mensch von heute das Wissen um Gottes Gericht. Das ist eine törichte und schlimme Sache. Nun spricht die Bibel von einer Freudenbotschaft. Und diese Freudenbotschaft heißt, du darfst Buße tun. Das ist seltsam. Wir haben gemeint, Buße sei eine schreckliche Sache. Das ist seltsam. Welch ein Irrtum! Es handelt sich um eine Freudenbotschaft. Ich brauche den großen Zahltag Gottes nicht mehr abwarten. Ich nehme meine Schuldenrechnung, die ich überhaupt nicht bezahlen kann und die mich in die Hölle bringen wird, und trage sie zu einem Manne, ja, zu einem seltsamen Mann. Er unterhält kein Büro, wo manche Sachen geregelt werden. Ich brauche keine Reise zu machen, um ihn zu finden. Mein Auge sieht ihn nicht, und doch ist er eine Handbreit bei mir. Dieser Mann heißt Jeschua, und er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Dem lege ich meine Schuldenrechnung hin. Er nimmt sie an und sagt, sei getrost, ich habe alles bezahlt, dort als ich am Kreuze hing. Man muss sich nur wundern, dass nicht alle Leute davon Gebrauch machen, wer Jeschua seine Schuldenrechnung gegeben hat. Der singt fröhlich mit dem Liederdichter Woltersdorf, die Nägel seiner Wunden zerrissen meinen Brief, der alle Tag und Stunden an Schulden höher lief. Sein völlig ausgeströmtes Blut, sein heiliges Tun und Leiden macht meine Rechnung gut. Der allein versteht auch, was einer meiner Freunde immer sagte, dass der Bußtag für ihn der höchste Tag des ganzen Jahres sei. Da schaue er, ob er ganz unten im Staub liegt, das tief in Gottes Herzen hineinsieht. Liebe Freunde, wartet nicht, einmal im Jahr diesen Bußtag zu feiern. Feiert diesen Bußtag täglich. So dürft ihr auch täglich mit Freuden durchs Leben gehen. Jeschua sagt in Markus 1,15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und Johannes 6, Vers 37 können wir lesen, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Liebe Freunde, liebe Geschwister, hast du noch deine große Sündenrechnung, deine große Schuldrechnung, die drohend über deinem Leben schwebt? Die Rechnung einfach zu verbrennen reicht nicht aus. Sie muss bezahlt werden. Gib sie dem, der es bezahlen kann. Welcher ist Jeschua, der auch für dich und für mich am Kreuz
sein Leben gab und sein Blut vergoss. Amen.